Hallo und herzlich willkommen bei 500 to Moon. Schön, dass ihr euer Raumschiff auch heute wieder auf meinem Channel gelandet habt. 500 to Moon, der Channel, bei dem es um Bricklink und um Lego Reselling geht. Früher war auch ein anderes Reselling noch Thema außer Lego, das habe ich momentan fast komplett eingestellt. Hauptsächlich ist der Kanal aber mein Tagebuch, wo ich aufzeige, wie ich mit 500 Franken gestartet bin und einen kompletten Online-Shop und Bricklink-Shop aufbaue. Ziel wäre es ja, irgendwann das Geld zusammen zu haben, um eine Omega Speedmaster Dark Side of the Moon zu kaufen. Heute wieder eine neue Wochenrückschau. Letzte Woche habe ich das Video tatsächlich aufgenommen. Ein paar haben es gesehen im Instagram. Leider war das Video dann ohne Ton, warum auch immer. Und dann wollte ich es nicht mehr neu aufnehmen. Daher heute hoffentlich alles in bester und alter Qualität. Wochenrückschau Nummer 34, also Kalenderwoche 34 vom 20. August 2024. Extrem viele News habe ich nicht. Ich werde immer mal wieder zu den Einnahmen und Ausgaben direkt etwas erzählen, wenn ich etwas zu erzählen habe. Und sonst eine News. So von privater Seite her, am Wochenende bin ich noch den 100 Kilometer Marsch von Rock'n'Hike gelaufen. Richtig krasse Sache. Also ich merke es auch noch, eine kleine Sehnenscheidenentzündung am Schienbein ist das Souvenir. Ich hoffe, das kuriert bald wieder aus. Und ansonsten würde ich sagen, machen wir es relativ kurz. Es gibt noch einen Wettbewerb, und zwar eine von den Figuren, die jemand ja mal gesponsert hat für neue Wettbewerbe. Es ist die Wassermelonenfigur aus, ich glaube, Lego Movie. Und wer die gewinnen möchte, einfach unten ins Kommentarfeld reinschreiben, irgendeinen Kommentar, und schon seid ihr bei der Verlosung mit dabei. Ich starte wie gewohnt und in alter Manier zuerst einmal mit dem Update von Bricklink. Wieder ein neuer Rekord, unterdessen 71.696 Steine auf Bricklink, also bald die 75.000 voll. Und dann haben wir drei Viertel bis zu den 100.000. Ja, ich denke, die werden sicher noch voll werden in diesem Jahr. Ziel wäre es ja für mich, bis zum 1. Oktober den kompletten Brickstore Zürich in meinen Shop integriert zu haben. Oder sicher 98-99%. Wir haben so ein bisschen geschnackt. Ich habe dann gesagt, bis im Herbst. Und dann war dann die Frage, ja, wann ist bei dir Herbst? Herbst ist bei mir so Oktober. Oktober, mein beliebtester Monat. Ich habe im Oktober Geburtstag und bin ein kleiner Halloween-Fan, so von Horrorfilmen und so. Ich finde Halloween immer ganz cool im Fernsehen, bei Filmen. Bin ja sowieso ein USA-Fan, wisst ihr ja vielleicht unterdessen. Ich war ja dort auch an der Sonnenfinsternis und so. Halloween, eigentlich eine coole Sache für mich. Und mein Geburtstag und Halloween und einfach die Kürbisse und das ganze Herbstliche im Oktober, also das für mich mein absoluter Lieblings- und Herbstmonat. Und daher habe ich mir dann mal irgendwie das Ziel gesetzt, muss man ja plötzlich wieder mal neue Ziele setzen. 1. Oktober Shop implementiert. Ob mir das gelingt oder nicht, erfahrt ihr natürlich hier auf diesem Kanal. Und somit natürlich auch wieder ein neuer Rekord mit den Lots 8.343. Da noch ein bisschen ein weiter Weg bis 10.000. Aber trotzdem wieder ein neuer Rekord, ist richtig cool. Und auch ein Platz nach vorne gerückt von 27 auf 26 und das mit doch unterdessen wieder 207 aktiven Stores im Vergleich von 205 von vor einer Woche. Verkäufe auf Ricardo. Ich habe ja mal gesagt, Ricardo läuft nicht mehr so gut. Dieses Wochenende oder allgemein, also letztes Wochenende und auch letzte Woche, ein paar Ricardo-Verkäufe, noch nicht das ganz große Ding wie auch schon, aber doch immerhin 1478, wobei ein Verkauf hier noch privat ist, der nichts mit 500 to Moon zu tun hat, und positive Bewertungen 1196. Freies Kapital am Anfang. Ich hatte noch Kapital von 52.90 Franken, was ja nicht mehr wirklich viel war. Und dann kam dann die Rechnung von Bose Spielwaren für die D&D-Figuren und wie das dann ausgegangen ist oder wie sich das ausgegeben hat, gleich weiter unten mit Einnahmen, Ausgaben und so weiter.
Einnahmen, alle Preise brutto. Bricklink hat letzte Woche oder die letzten zwei Wochen, sage ich mal, richtig eingeschenkt. Es waren wieder richtig viele Käufe dabei und auch größere Käufe. Hier ein richtig großes Dankeschön an die Käufer, die mich auf Bricklink so zahlreich unterstützen. Und auch BrickAll ist wieder mit am Start. Das habe ich aber unter dem Namen Bricklink gleich abgebucht. Ich habe mehrere Bestellungen immer mal wieder zusammengenommen, so einzelne Tage zum Beispiel, was drei größere Summen gibt, und zwar einmal 66 Franken, einmal 65,30 und einmal 59,90. Also im Großen und Ganzen über 180 Franken in den letzten zwei Wochen, finde ich voll okay. Dann 15,75 Franken für Lego über Ricardo. Und 9,50 Franken für Ricardo und einmal einen Pin, einen DeLorean-Pin für 4,80 Franken. Ausgegeben habe ich die Bricklink-Gebühr, aber schon länger her, auch schon fast zwei Wochen her, 23,05 Franken. Dann habe ich den Rest gezahlt von den D&D-Minifiguren. Wie viel das ist, werde ich ja jeweils hier nicht sagen. Das war schon bei der Serie 26, 25 und so weiter so. Hier musste ich den Rest zahlen und ich hatte kein freies Kapital für das. Was ich hier für eine Lösung gefunden habe, kommt noch, also die Auflösung kommt noch. Ich musste nicht cheaten, nicht schummeln. Ich konnte das auf legalem Weg für 500 to Moon auflösen. Und dann habe ich noch ein Excel-Lagertool gekauft, das über den Barcode-Scanner funktioniert. Ich glaube, diese 37,75 Franken hätte ich besser im Moment noch gespart. So richtig habe ich mich noch nicht in dieses Lagertool eingearbeitet. Ich dachte, das wäre dann richtig fancy, mal alle meine Lego-Sets und alle meine Waren in diesem Tool zu erfassen mit dem Barcode, so dass ich eventuell bei Messen die einzelnen Artikel nur noch aus dem Lagertool austragen kann, und es würde eigentlich eine komplette Liste erstellen mit allen verkauften Artikeln an dem Tag, was richtig cool wäre. So könnte ich dann mein Lager abgleichen am Ende des Tages mit einer automatisierten Liste, aber leider habe ich mich noch nicht so richtig in das Programm eingearbeitet, wie ich das gerne hätte. Investitionen. Der Swisscoin steht bei 251,75 Franken. Das sind wieder rund 90 Rappen mehr als letzte Woche. Und Schweizer Dividenden ETF habe ich noch 326,70 Franken. Die Zuschauer, die regelmäßig zusehen, haben jetzt gemerkt, beim Schweizer Dividenden ETF ist etwas gegangen. Ja, sie sind gegangen, und zwar drei Stück. Ich habe drei Stück verkauft und das gibt nun ein Gesamtanlagevermögen von 578,50 Franken. Freies Kapital und Gesamtkapital. Freies Kapital heute 366,10 Franken. Und das, obwohl ich die D&D-Figuren bezahlt habe. Zum einen natürlich, weil ich ETS verkauft habe. Und zum anderen auch, weil ich doch einige nette Verkäufe hatte. Rückstellungskonto natürlich immer noch 0. Und der Gesamtwert vom gesamten Shop momentan 944,60 Franken. Also da immer noch nicht das große Geld, das reingekommen ist. Also Rekord von 2.935 peile ich noch lange, lange nicht an. Ich hoffe, dass das in den Wintermonaten wieder richtig anzieht. Die Restschuld vom Bricklink-Kauf immer noch 1.100. Da werde ich jetzt langsam wieder etwas zurückzahlen können diesen Monat. Ich hoffe, das kann ich noch. Und dann haben wir einen Bricklink-Verkaufswert von 9.884. Also hier bald an den 10.000 dran. Und ja, ich merke, immer mehr Teile und immer mehr Lots führen auch häufig zu immer mehr Verkäufen. Was habe ich letzte Woche getan? Ich habe bei Bricklink natürlich Shop-Sachen von Brickstore Zürich implementiert, ein paar Sachen auf Ricardo gestellt, glaube ein oder zwei von den gebrauchten Sets. Und was mache ich diese Woche? Nicht sehr viel vermutlich. Immer mal wieder in den freien Minuten vielleicht etwas uploaden, weil diese Woche gehe ich, so wie es ausschaut, mehrmals der Kollegin helfen, die auch mir immer hilft im Online-Shop, also sie, die den Hunde-Online-Shop hat, Everdog.
Ich werde ihr helfen, Lagerregale aufstellen. Sie hat für einen neuen Lagerraum, den sie angemietet hat, richtig, richtig viele krasse Lagerregale bestellt. Und sie hat mich natürlich angefragt, ob ich da helfe gegen Bezahlung. Ich habe gesagt, nein, ich möchte das eigentlich nicht gegen Bezahlung, sondern so quasi Guthaben, damit sie mir wieder einmal Flyer oder Banner oder irgendetwas macht für 500 to Moon. Also ich werde da Arbeitsleistung bringen und von ihr bekomme ich dann vermutlich Flyer zurück oder mal das Twint-Modul für PrestaShop oder so. Und von daher, ich mache etwas für 500 to Moon, das ist richtig. Ich werde Arbeitsleistung bringen, werde aber nicht in dem Sinn im 500 to Moon Shop etwas machen, außer vielleicht am Morgen, wenn ich komme, bevor ich bei der Reinigungsfirma beginne. Das die Pläne so ungefähr für diese Woche. In dem Sinne nicht vergessen zum Kommentieren für den Wettbewerb. Ich wünsche euch eine gute Woche, einen guten Flug. Tschüss zusammen!